werde ich vielleicht doch nochmal zum Dörter, aber eher im nächsten Leben wahrscheinlich, Leute. Underhanded ist so den Henker greifen. So abspringen? Ja. Und du willst von hier oben rein starten? Muss ich ja. Ach, die Scheiße. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind hier in Kirchen-Lahmitz im Radquartier. Das Radquartier ist eine Indoor-Extremsporthalle. Hier könnt ihr mit allen Mountainbikes fahren. Also das heißt Downhill, Enduro, Dirtbike natürlich, Trialbike, wenn ihr Bock habt. Und aber auch E-Bike, zum Beispiel, wenn ihr springen lernen wollt. Hier gibt es verschiedene Absprünge, da könnt ihr in Ruhe springen lernen ins Foampit. Würde ich mit dem E-Bike vielleicht nicht, aber auf das Bag, das zeige ich euch gleich. Und ich war vor 2 Jahren schon mal hier gewesen, habe auch ein Video für euch gemacht. Und jetzt hat der Robin Specht mich wieder hierhin eingeladen. Hier ist einiges neu entstanden, 2020. Robin, da ist er schon. Servus. Wir haben versucht, die Corona-Zeit gut zu nutzen. Und wir stehen hier auch schon auf dem Highlight. Wir haben hier ein Landing Backjump. Das ist ein Impact Absorbing System. Bestimmte Tricks wie Backflips, 360s, wenn man stürzt, dass man möglichst weich landet. Ja, und das Ganze halt ideal testen zu können. Wir haben hier 3 Absprünge. Leo steht auf dem kleinsten. Der ist so 1,25 Meter hoch. Hier haben wir genau denselben Absprung wie beim Foampit. Mhm. Und hier haben wir einmal nochmal einen etwas längeren und größeren Sprung. So ein bisschen mehr dirtlastiger, sage ich mal, ne? Ja, also die zwei sind auf jeden Fall dirtlastig. Und der ist, um einfach Sprungtechnik auch zu erlernen. Und genau. Die ersten Basics auch rauszubekommen. Genau, das ist auch für mich besonders wichtig, weil wie ihr wisst, habe ich überhaupt keine Dirt-Skills. Aber hier ist halt Dirt und Park gefragt. Ich habe heute mein Dirtbike mit dabei. Mal schauen, was ich heute raushauen kann. Dabei wird mir aber der Robin helfen. Wir haben hier das Formfeld. 7x8 Meter weich gefüllt mit Schaumstoffwürfeln. Mit einem riesig breiten, fetten neuen Absprung. Das ist echt ideal, um, sagen wir mal, ganz am Anfang. Wenn man noch nicht weiß, was passiert, wenn ich irgendwas in der Luft machen will, um das Ganze hier zu testen. Wenn wir dahinter schauen, einmal in die Ecke, haben wir den neuen Trampolin- oder auch Trampbike-Bereich. Da haben wir ein 5x5 Meter 5-Square olympisches Sporttrampolin. Das ist ziemlich geil und bounce dann auch richtig raus. Hier sind wir bei dem Racing-Bereich. Das Ganze ist eine Gummimatte. Unten drunter ist Schaumstoff. Das Ganze federt und ist quasi nach dem Back der nächste Schritt, um nochmal, bevor man das Ganze auf Erde, Beton, richtig harten Dirt quasi macht, und nochmal die letzten Feinheiten auszumerzen. Wir haben hier eine Jumpbox, die geht drüber. Trampbiken ist eine ultra coole, aber auch hilfreiche Sache, um neue Bewegungsabläufe zu lernen. Macht riesig viel Spaß und auf dem Eurotramp Trampolin ist da einiges möglich. Ich denke, da erwartet mich nachher noch eine Challenge. Hm? Auf jeden Fall. Hier den Skatepark, mit dem man sich wirklich gut austoben kann. Egal ob Mountainbike, BMX. Und dort hinten noch unseren Bowl. Genau, da weiß ich, da bin ich letztes Jahr so reingejumpt, vor 2 Jahren bin ich ja so reingejumpt und dachte mir, das ging aber fast OTB. Und wer meine Videos gut schaut, weiß, was letztes Jahr passierte. Ich habe mir das Tossi 3, habe mir die Schulter kaputt gemacht. Okay. Das war auch in so einem Skatepark in Frankfurt und da bin ich über so einen Betonbowl oder so einen Buckel drüber gefahren. Und aber das wird mir heute nicht passieren. Trotzdem werden wir uns erstmal kurz hier warm fahren, bevor wir auf die Jumps rübergehen. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Dabeisein und los geht's. Los geht's. Um uns warm zu fahren, starten wir hier wie vor 2 Jahren in der kleinen Halfpipe rein. Bin schon ewig lang nicht mehr sowas gefahren, deswegen ein bisschen vorsichtiger. Ganz wichtig, Leo, ja. Aber ich habe gesehen, du hast es vorhin schon mal gemacht, dass du dich vorher mit dem Back vertraut machst. Dass du einfach weißt, wie bounce das, was passiert, wie weich ist es. Ja. Okay, mit dem Bike war ich jetzt noch nicht drauf. Kann ich da drauf fahren ein Stück? Ganz easy. Du kannst wirklich, man denkt am Anfang, man würde wie auf Schienen fahren oder wie in einem Schnee. Das war auch unser Gedanke. Aber du kannst jetzt auf Kurven fahren, du kannst alles Mögliche machen. Okay. Also ich würde es dir einmal vorwollen und dann... Genau. Ja.
Butterweich. Mega geil. Flugphase. Ja. Okay. Gut, da probieren wir ein bisschen mehr jetzt. Das heißt, wenn man jetzt irgendwas übt, kann man ruhig erstmal ins Foampage springen. Genau. So Backflip oder sowas zum Beispiel. Und wenn man sich schon ein bisschen mehr traut, dann kann man den hier in der Mitte springen, was den gleichen Kick hat. Ja. Und wenn man es dann richtig gut drauf hat, dann kann man darüber... Den da hinten, der auch auf 2 Grad, also auf ja. wirklich wenige Millimeter... Ziemlich ähnlich. Ja. Ja, aber hier der lässt sich sehr... sehr einfach springen, also so wie man es halt im Wald kennt. Ja. Jetzt nicht so richtig Dirtkicker, sondern schießt einen ein bisschen weiter raus. Das heißt, so für, zum Üben ist das schon richtig gut. Wer uns Rampen kennt, der weiß auch, dass wir nie das senkrecht machen, sondern eher, du kannst aktiv rausziehen, wenn du Bock hast. Und ansonsten gibt es hier aber keinen Schlag. Das ja. finde ich das Wichtigste an einer guten Rampe. Ja. Weil wir sind ja hier auch, soll mal jemand mit dem Enduro-Bike 27,5 drüber, und wenn du zu engen Radius hast, dann genau, kannst ja. du scheiße dann. Ja. Robin, hau rein. Ich versuche mal einen Wip. In welche Richtung habe ich gewippt? Das ist alles schon so lange her. Nach rechts, glaube ich. Genau, weil Tabletop mache ich hier so. Okay, probieren wir es aus. Ja. Ja, Tabletop, komisch mit dem Bike. So, Leo kommt echt gut zurecht mit dem Back. Wir haben unseren Lieblingspraktikanten, den Lukas, mit dabei. Hi. Und ja, wir werden jetzt mal eine kleine Runde Game of Bike machen und schauen, was uns für kreative, lustige und vielleicht auch dumme Tricks einfallen. Mhm. Ich habe eben schon was gehört, bin schon gespannt. Okay, also der Robin macht sich jetzt hoch, macht irgendeinen Trick vor. Es ist genau. egal, welchen Jump wir nehmen. Man hat einen Versuch zum Vormachen. Wenn man es nicht schafft, kriegt man keinen Buchstaben. Aber die anderen haben 2 zum Nachmachen. Wenn sie es nicht schaffen, kriegen sie Buchstaben. B-I-K-E spielen wir. Ja. Ich habe meinen ersten lustigen Trick überlegt, und zwar ist das im Sitzen abspringen. Ich würde es gerne erstmal beim Kleinen probieren. Falls ich lande und das Ding ausfahre, freue ich mich riesig, dass ich unten stehe und mir das anschauen kann, wie das aussieht. Alter, das sah so geil aus. Mega. So, Lukas, jetzt du. Also beim Absprung hat es mich ein bisschen hochgeworfen, dann habe ich den Kontakt zum Sattel verloren, aber das zählt noch, ja? Auf jeden Fall. Okay. Wer ist als nächster dran? Lukas. Ich mache über den mittleren One-Hander. Okay. Ich kann nicht viel, aber vielleicht kriege ich einen schönen Whip hin. Und den müsst ihr dann nachmachen. In welche Richtung ist egal, ob rechts rum oder links rum. Ich mach den halt rechts rum. Wie, du kannst doch einen Whip? Aber noch nicht ins Back. Nicht ins Back? Ja, das ist jetzt meine Chance. No style, mach nicht. Oh, nein! Also jeder hat 2 Versuche dabei, ja? Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, jeder hat nochmal einen 2. Versuch. Ich mach Switchfoot underhanded. Was ist das denn? Switchfoot ist falscher Absprungfuß nach vorne. Okay. Underhanded ist so den Lenker greifen. So abspringen? Ja. Also, alles andersrum? Alles andersrum. Und, ey, ganz ehrlich, ich habe es noch nicht gemacht, aber warte mal, ich würde gerne mal kurz rollen. Ja, und ich mache das euch am mittleren vor. Und du willst von hier oben rein starten? Muss ich ja. Ach die Scheiße. Okay. Aber ihr könnt jeden Sprung nehmen. Okay. Also wahrscheinlich sage ich danach, hättet das mal am Kleinen erst gemacht. Okay. Wow! Puh!
Ja, eben. Meinst du auch, wenn ich es gleich machen muss? Voll das mega komische Gefühl, aber es geht besser als man glaubt. Also wenn man gesprungen ist, geht das richtig gut, aber am Anfang denkst du, no way, das mache ich nicht. Ich mache jetzt einen Tire Grab über den mittleren Absprung. So, wenn er nicht geschafft hat, hat er auch keinen zweiten Versuch, es nochmal vorzumachen. Keinen zweiten Versuch, hat aber auch keinen Buchstaben, du bist dran, Leo. Okay, ich hätte jetzt dran gedacht, auch den Tire Grab. Ja, ich mach. Darf ich den Tire Grab auch machen? Ja. Dann, also ich habe es noch nie gemacht, aber ich probiere es mal. Man muss vorne rumgreifen, ja? Ja, am besten so seitlich ran. So seitlich. Okay, ich probiere es. Das ist ein One-Hander in Kombination und nach vorne packen. Ich probiere es mal. Was ist los? Werde ich vielleicht doch nochmal zum Dörter, aber eher im nächsten Leben wahrscheinlich, Leute. Bin ich wieder dran? Das ist schon wieder was total Verrücktes. Machen wir doch einfach mal ein One-Hand-Landing, oder? One-Hand-Landing? Ja. Ja gut, ich mache einen 360. Ein 360? Ja. Okay. Ich glaube, da kassiere ich mal lieber ein I. Da passe ich. Aber jetzt bin ich dran und ich mache ein One-Footer. Yeah. Nach dem One-Foot, dem One-Hand, ja, bleibt eigentlich erstmal nur der No-Foot als nächst logischer Schritt. Okay, No-Foot. So, Lukas, jetzt bist du dran. Ich probiere mal einen Seat Grab jetzt. Ja. Okay. So, ich bin jetzt dran. Ich versuche mal einfach einen Tabletop. So, wir haben gerade entschieden, das Spiel auf dem Trampbike weiterzuspielen. Startet easy rein für mich, dass ich ein, zwei Runden... Wir starten easy rein. Ja. Genau. Wir machen das nicht wie normal hier, machen wir immer so light, sondern wir machen wirklich komplett einzelne Tricks. Okay. Und dass wir den Stil von drüben treu bleiben. Genau, okay. Schließt euren Helm. Okay, ich mache einen Barspin. Okay. Lenkraddrehung um 360 Grad. Okay. Die Drehrichtung ist variabel. Yes! Okay. Ich glaube, ein 180. 180. Yes, sehr schön. Da du wirklich gut bist, ja, würde ich das Ganze gerne auf das klassische Game of Tramp ummünzen. Ja. Wir spielen trotzdem mit Bike, aber du machst einen Trick vor. Ja. Der danach kommt, hat einen Leersprung, um sich zu koordinieren und okay, legt einen hinterher. Also wie... Ich packe meinen Koffer. Genau. Okay. Du darfst mit dem ersten Trick beginnen. Okay. Und
Spaß bin. Nice. Jetzt. Das Schöne ist, man kann die Sachen ja in beide Richtungen machen. Ja. Also mache ich Spaß bin links, Spaß bin rechts. Okay. Top-O-Gel. Baspin nach rechts, wunderschön. Baspin nach links, gefangen. Topogen, yes, und dein Trick, Leo. Mach einen Trick. Ja, oh Scheiße, ihr habt den Leersprung gehabt. Yeah, und den No-Hand. Okay. Es war zwar ein bisschen geschummelt wegen dem Leersprung, aber ihr verzeiht mir. Ich verzeih dir. Jawohl. No, nothing. Jetzt muss ich jetzt fast überlegen, die Reihenfolge. Das wird auch schwierig, ja? Ja. Ah. Nein. Man. 360. So. Schön, 360 Grad und... ein Tire Grab. Ich habe einen richtig coolen Trick, ich habe vergessen. Okay. Oha. Can-Can ist Lauf das, und ne? Can-Can, ja. So. 360, perfekt. Dann den Tire Grab. Dann den Barspin. Und. Mann. So, jetzt wird's ernst. Jetzt packen die Jungs die richtigen Tricks aus. Robin legt vor. 360 Barspin. Barspin weg. Okay. Ja, und oh. Ein Trick. Yes. Yeah. Wow! Was war das? 360 Tailwhip. Lukas, kriegst du das hin? Ich glaube nicht, der 360 Tailwhip. Ja, Tailwhip. Und auf den Dreier konzentrieren, komm mal. Ja, macht geschlagen. Jungs, war sehr lustig. War richtig geil. Ja, liebe Zuschauer, das war's von meinem Tag hier im Radquartier. Wie ihr gesehen habt, habe ich ziemlich wackelig auf dem Dirtbike gestanden, aber habe dann doch dank dem Robin und dem Lukas ein paar neue Tricks gelernt. Zwar nur auf dem Airbag, aber war geil. Theoretisch hätte ich so gestanden, bis auf den, was war das, One-Hander landen. Bis auf den One-Hander. Das versuche ich lieber nicht in echt. Und ja, liebe Zuschauer, ihr könnt mit eurem eigenen Bike hinkommen, ihr könnt auch mit dem E-Bike hinkommen und Springen üben. Gerade auf das Airbag ist das ziemlich cool, wenn man dann ausrollen kann. Und mit dem E-Bike ins Foampit wäre ein bisschen schwierig, das Bike dann wieder rauszuholen. Und ihr könnt euch aber auch hier Räder ausleihen. Und wann ist denn hier überhaupt die Eröffnung, Robin? Ab heute ist das Ticketsystem online. Mhm. Und ab 1. August haben wir wieder regulär geöffnet. Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. Eigentlich auch die ganze Woche, wenn man sich die Halle mieten möchte. Mhm. Und durch das Ticket zu sehen, wollen wir halt einfach schauen, dass wir die Kapazitäten so machen, dass jeden Tag angenehm volle Session ist, aber nicht so übertrieben. Also, dass man immer gut zum Fahren kommt. Das ist so das Ziel. Das heißt, es ist man kann keine böse Überraschung erleben, wenn man hier hinkommt und es ist auf einmal knallvoll. So regnet der Samstag und genau, einfach anstehen, das wollen wir vermeiden. Ja. Und so konnten wir Corona und gleich noch, ich glaube, ein Update einfach zusammenbringen. Sehr cool. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein und für weitere Infos vom Radquartier checkt in der Videobeschreibung, Link auf die Website. Robin, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns bald wieder hier. Ja, vielleicht damit ein bisschen mehr Skills. Oder ich komme das nächste Mal mit meinem Stumpjumper, da hole ich ein bisschen mehr raus als mit dem Dirtbike. Gerne. Okay, ciao, ciao.